Ich bin der Dornhofer Markus, komme von der Fachhochschule aus Kapfenberg, auch FHJ Neum, eine Partneruniversität, kann man so sagen, oder mit der gleichen Mutter. Es schaut so aus, ich komme vom Studiengang Energie, Verkehr und Umwelttechnik. Wir haben ein Projekt, das behandelt sich mit der Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr. Wir bieten für blinde und sehbehinderten Personen jetzt in dem speziellen Vortrag eine Hilfestellung für den öffentlichen Verkehr. Dazu haben wir einen WLAN-Router eingebaut im Autobus. Also OpenBRD ist eine Linux-Distribution für WLAN-Router. Ich glaube, das dürfte wahrscheinlich fast jeder wissen. Wer hat schon OpenBRD einmal auf einen Router installiert? Ja, da bin ich richtig Annahme. Also sagen wir 80% wissen schon, von was ich rede. Es ist eine Linux-Distribution, die sehr viele Router unterstützt, die öffentlich erhältlich sind. Sagen wir mal, ungefähr 80% aller Router am Markt gibt es eine spezielle Firmware, die man einfach runterlädt und mit über das Webinterface installiert. Was ich aber auch noch ein bisschen reden möchte über das Projekt direkt, dann sieht man vielleicht, wie solche Forschungsprojekte ablaufen. Das geht nicht immer sehr geradlinig, aber es ist, glaube ich, interessant, dass man das auch einmal darstellt, dass das oft über ein paar verschiedene Ecken geht. Das heißt, das Fahrzeugkommunikationsmodul, da gibt es eine Version 1 bis 5. Ist ganz lustig, wie sich das entwickelt hat, und das möchte ich auch kurz erklären. Es gibt ein Projektvideo, das dauert aber nur 5 Minuten im Gesamten und wir brauchen eigentlich nur die erste Hälfte, also 2 Minuten möchte ich gerne herzeigen, dass es vielleicht ein bisschen klarer wird. Da sind ein paar andere Module drinnen, wie zum Beispiel ein Navigationsmodul für blinde Personen, das am Wiener Hauptbahnhof installiert worden ist. Und der dritte Punkt ist eigentlich ein technischer Punkt, der einzig technische Punkt. Da geht es speziell ein, was für mich wichtig war in der OpenBRD-Entwicklung und was vielleicht unterschiedlich ist zu anderen Linux-Entwicklungen. Gut, das Video. Also das ist eigentlich auch so eine HTML-Präsentation, wie wir es vorher schon gesehen haben. Das ist das Reveal. Das macht doch nichts, das Video funktioniert trotzdem nicht. Also das Projekt heißt Ways for All. Und im Prinzip haben uns zwei Studenten ein Video dazu gemacht. Before traveling, you find your favorite route with the destination and save it. The items in the menu are read out loud, then double-click on an item to select. Afterwards, you can go to bed without worrying about how you're going to get to your destination the next day. When you leave the next day, fix your mobile on your arm or put it into your top pocket so your hands are free and you can understand the navigation clearly. The application will guide you via GPS to the selected tram stop. If there is more than one tram stop at one stop, the cell phone communicates with the call at beep. The tram will send an acoustic signal so that you recognize your target tram. The driver also gets a signal so he knows why the visually impaired person is in his tram. At the train station, you'll find your way via the tactile guidance system. Gut, das letzte Modul, das war eigentlich das Wichtigste, das wollte ich heute auch vorstellen, das ist das Fahrzeugmodul. Also wir haben in 3 Bussen der Wiener Linien zurzeit einen WLAN-Router, einen OpenBRD-WLAN-Router eingebaut, aber das war nicht, ist nicht sehr schnell gegangen, das hat ein bisschen gedauert. Es hat angefangen mit einem Forschungsprojekt zusammen mit den Wiener Linien und der Firma Transelektronik, und der meine ich einmal angefangen, wie es heute auch jetzt aber kurz in Linz eingebaut worden ist, sein eigenes Gerät für blinde Personen zu entwickeln. Das ist ein Garagentoröffner, kann man sagen, mit 6 Tasten auf 433 MHz, mit dem man beim Autobus eben Kommandos schicken kann. Aber leider hat man nie eine Rückmeldung gekriegt und nur die Anzeige ist für den Fahrer erschienen und man hat nicht gewusst, ob das wirklich auch angekommen ist. Die Funktionen waren damals Einstiegswunsch und Ausstiegswunsch. Also eine blinde Person hat dem Fahrer signalisieren können, man möchte in den Bus einsteigen oder aussteigen. Weder hat der blinde Person gewusst, ob es ein richtiger Bus jetzt in der Nähe ist oder sonst was. Das war natürlich zu wenig und die Wiener Linien auch gesagt, nein, das kauft man nicht ab. Man muss ja dazu wissen, die ganze Autobus-Elektronikindustrie,
der hat sehr lange Zyklen. Also da geht nichts, was man sagt, man baut jetzt da ein Gerät in einem Jahr und das ist jetzt da nächstes Jahr eingesetzt, sondern die ganzen Geräte werden der ganzen Buslebensdauer nie getauscht. Das heißt, das sind Entwicklungszyklen von ungefähr 20 Jahren. Und wenn man sich die Hardware mal anschaut, was da drinnen steckt und die Systeme anschaut, dann sieht man das natürlich auch. Dann ist also die Wiener Linien sind zu uns gekommen und haben gesagt, ja, nein, sie brauchen das fürs Handy. Damals hat jeder Blinder so ein Symbian Nokia Bluetooth Handy gehabt und wir haben dafür eine App entwickelt, das mit einem Bluetooth eigentlich direkt mit dem 433 MHz Gateway verbunden hat und dann eine Nachricht geschickt hat. Wenn Sie viel fragen, warum haben wir dann nicht direkt gleich auf Bluetooth mit dem Bus kommuniziert? Das ist halt leider in so Forschungsprojekten nicht ganz leicht möglich, weil sie die ganzen beteiligten Firmen nicht so gern andere Sachen freigeben und da sehr vorsichtig sind. Das dauert Jahre, dass man da wirklich auch irgendeine Lösung erzielt. Der Vorteil war dann aber, wir haben es bidirektional nutzen können und das andere ist eigentlich alles gleich geblieben. Dann hat es ein Projekt gegeben, ein Forschungsprojekt, wo es eigentlich schon das Geld da war, gar nicht so wenig Geld, ich glaube für die Elektronikfirma von den Wiener Linien war um die 100.000 Euro Budget drinnen, in dem sie wirklich etwas Sinnvolles machen könnten, dass man zum Beispiel, haben wir gesagt, wir möchten einen WLAN-Router einbauen, weil wir da ziemlich viele Chancen zugehört haben mit der Reichweite und so und weil man mit einem OpenWRT WLAN-Router natürlich viel machen kann. Ja, soweit so gut. Nur dann haben sie gesagt, ja, da spielen wir nicht mit, das interessiert uns nicht, wir wollen im Prinzip unsere geheimen Sachen nicht hergeben. Man hat gesagt, ja passt, das Geld hat es trotzdem gegeben oder vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe gesagt, wir bauen einfach einen Sniffer ein, horchen die ganze Kommunikation mit, aber haben natürlich jetzt nicht direkt einen Busfahrer was zurücksenden können, bei dieser RS-232-Kommunikation, wo jeder Teilnehmer registrieren sein muss, der auch eine Meldung weitergeben kann. Aber zuerst mal ist der OpenWRT-Router zum Einsatz gekommen. Und wir haben gesagt, für ein paar Sachen, zum Beispiel für einen Außenlautsprecher, bauen wir einfach Audiokarten ein in den OpenWRT-Router und den Einstiegswunsch, da schließen wir einfach den Stoppkontakt im Autobus kurz. Und wir haben schon einige mehr Funktionen gehabt, ohne die Unterstützung vom Hersteller, vom Elektronikausrüster. Das war, wir haben also über den Sniffer haben wir die Linie mal mitgekriegt, die Endhaltestelle, das war schon mal Information, die für die Blinden relativ wichtig ist. Wir haben auch die nächste Haltestelle immer weitergeben können an die blinden Personen übers Handy und man hat Außenlautsprecher auch vom Bus aktivieren können, dass man zum Beispiel im Freien den Bus leichter auffinden kann. Genau, es hat eine Umstellung gegeben von Nokia auf Android, hat natürlich auch große Widerstände am Anfang aufgerufen von den ganzen Blinden, die gesagt haben, ja, was tun wir mit einem Smartphone ohne Tasten? Aber es hat sich Gott sei Dank in den letzten 3 Jahren wieder gelegt, weil es einfach jetzt am Android so marktbeherrschend ist und auch recht gute Interfaces für Blinde zur Verfügung steht, wie das Talkback und das VoiceOver, was da gibt von iPhone auch. Ja, und jetzt ist auch wieder der Hersteller hergegangen und gesagt, ja, so blöd hat es ja doch nicht, anscheinend bringt es ja doch was am Laufen und haben dann eigentlich gratis gesagt, ja, passt, wir machen das mit euch zusammen und machen eine richtige bidirektionale Kommunikation mit dem Autobus, dass ihr direkt die eure Meldungen an den Busfahrer weitergeben kannst. Das heißt, der Busfahrer sieht es dann direkt auf sein Display und vorher war es nur so, dass er einfach eine Lampe leuchten kann. Die ganzen Sachen, die meine ich beim OpenWRT-Router installiert haben, das USB-Audio-Device und die ganzen Relays, haben wir nicht wieder wegschmeißen können, die man einmal braucht. Die Software beländern und dann ist das gerannt. Zurzeit sind 3 Busse unterwegs bei den Wiener Linien, ist schon mal ein Riesenerfolg. Sind schon 1,5 Jahre was unterwegs. Ich muss sagen, ich bin alle paar Monate einmal dort. Die laufen noch immer, wundert mich eigentlich, aber es ist so, weil es wahrscheinlich auch bei jedem Busstillstand wird das Ganze wieder neu gestartet. Und dadurch hat es auch eine recht lange Lebensdauer, ohne dass wir das jetzt da großartig lang getestet haben. Was das Problem bei dieser Version aber ist, ist, also wenn man sagt, die Wiener Linien, man unterstützt jetzt nur Android und kein iPhone, hat man schon mal ein Problem. Das wird natürlich nie eingebaut werden, weil man möchte natürlich, dass auch iPhone das verwenden kann. Nur gibt iPhone leider diese WLAN-Schnittstelle nicht frei zum Programmieren. Deswegen ist jetzt eine 5. Version in Arbeit, bei der ich jetzt nicht mehr beteiligt bin, weil es mir einfach schon zu blöd ist.
Und die machen jetzt aber auch andere Personen mit Bluetooth für Null. Schaut aber auch recht überzeugend aus. Aber das ist so der Werdegang, wie es so oft bei den Forschungsprojekten ist. Es schaut vielleicht einfacher aus, aber im Endeffekt sind da sehr viele Schritte notwendig. Genau was da die Funktionen sind, im Endeffekt haben wir über die SSID kodieren wir eigentlich die Linie und die Endhaltestelle. Vielleicht hat wer WLAN, dann wird sie sehen, wie das eigentlich so ausschaut. Da drüben ist schon Rote im Betrieb. Ja, man hat es jetzt auch kurz gehört. Das ist ein Router einfach mit einem USB-Stecker, genau. Und ich habe jetzt schon die Möglichkeiten über sich, so ein Interface, das auch für sehschwache Personen programmiert worden ist, in Listenform, die Möglichkeit, dass ich eben bestimmte Wünsche deponiere oder abfragen mache. Zum Beispiel sicher, da die nächste Halt ist die Hardcore-Straße, also zurzeit läuft der Simulation drauf. Und die Richtung ist Greau, also das ist eine Busstrecke in Wien, die da jetzt am Router gerade simuliert wird. So schaut das noch an dem Bus richtig aus, also das ist der Vorgänger von diesem DP-Link-Router. Das ist der weiße, aber wir sehen auch, ist eigentlich noch die alte Hardware, der nennt sich THX, also dieser 433 MHz Transceiver ist nicht mehr einbaut, den lässt sich der Hersteller nicht nehmen. Also man möchte irgendwie dieses Geld, das man irgendwann einmal in die Hand genommen hat, wieder kriegen für die Wiener Linien, weil sonst da hat man irgendwie ein Problem in seiner Budgetplanung. Aber im Prinzip dieses Gerät, was in der ersten Version drin ist, ist nicht mehr drinnen, stört uns aber weiter nicht. So, das ist eigentlich die Übersicht, wie die App eigentlich im Prinzip ausschaut. Ganz oben habe ich die Richtung, hier habe ich eine Fahrzeugnummer. Also ich könnte auch über diese Fahrzeugnummer, kann ich zum Beispiel den Reconnect besser machen. Das heißt, an der Endhaltestelle ändert sich die SSID immer vom WLAN-Router. Der hat nachher drinnen die Linie, die Endhaltestelle und die Busnummer. Und über die Busnummer macht er einen automatischen Reconnect. Also es ist schon sehr viel Logik auch drinnen. So viel jetzt eigentlich zu dem Projekt, dass man sieht, dass vielleicht relativ schwierig ist. Zu OpenWRT selber, es gibt wirklich super Geräte, die sehr gut designte Antennen haben, eine super Reichweite haben um 50 Euro. Also das ist wirklich vom Preis her nicht leicht zum Schlagen. Das ist einmal ein großer Vorteil. Man hat aber nur, wenn man es jetzt mit so einem Raspberry Pi vergleicht, nur ungefähr 4 MB freier Flash, den man für seine Programme verwenden kann. Die CPU mit den 400 MHz, es ist leicht ausreichend, dass man da alles Mögliche macht. Also man könnte zum Beispiel noch Internet oder sonst was drauf spielen. Was super ist bei den OpenWRT, ist natürlich der Paketmanager. Du hast eigentlich einen gleichen Paketmanager, wie du eigentlich von jeder anderen Linux-Distribution auch kennst, wie von Debian oder Fedora. Zum Beispiel das heißt auch ein anderes, das heißt OPKG. Und du kannst dort deine ganzen Module einfach, also der USB-Audio ist eben jetzt ein USB-Audio-Treiber, MatePlay ist ein MP3-Player und die anderen Sachen sind für die serielle Kommunikation notwendig. Was vielleicht bei der OpenWRT-Entwicklung auch noch super ist, es gibt eine Toolchain, die ganz einfach zu konfigurieren ist. Also es ist ein anderer Prozessor auf dem Router, meistens auch mal wie der Prozessor am PC. Das ist ein MIPS-Prozessor, aber die Toolchain wird ganz einfach über die Auswahl von Routertypen generiert. Was macht man bei den ganzen eigenen Platinen oder Evaluation Boards ein bisschen schwieriger sein kann. So, was ist noch zu sagen zu der OpenWRT-Entwicklung? Es ist im Prinzip, hat man keinen Platz für Java oder Python. Höchstens man steckt einen USB-Stick an, aber den möchte man natürlich sowas in einem Echtbetrieb vermeiden, weil das natürlich auch fehleranfällig ist. Also man bleibt da, man schreibt da vielleicht ein Shell-Skript, dann wäre es nicht so leicht gewesen. Ich habe in meinem vorher ein C-Programm geschrieben und man schaut, dass man wirklich auch diese System-Calls, die im Linux vorhanden sind, ausnutzt, wie es ein Buch gibt draußen, bei den, ich glaube es heißt Linux System-Calls oder Internals, keine Ahnung, aber es ist jedenfalls draußen ein Buch von O'Reilly. Also mit dem Fork, wie man einen Prozess eigentlich forkt und einen neuen Prozess generiert und das Read-Write, wie man es eigentlich so, die Standardbefehle, was man braucht, sind bei mir recht oft drinnen. Auch was wichtig ist, wie man unter die Prozesse kommuniziert, da gibt es eben die Named Pipes,
es geht halt ziemlich tiefgründig, wenn man jetzt auf dem OpenRT-Router eine vernünftige Software laufen lassen will. Was vielleicht ganz praktisch ist, ist das UCI-Interface, das Configuration-Interface. Da setzt man einfach ganz einfach zum Beispiel eine andere WLAN-ID, wird über dieses Interface gesetzt. Das ist einfach ein Kommando, wo ich immer die neue WLAN-ID mitgebe. Das Deployment ist noch zum Herausheben. Also wir haben den Router fix eingebaut im Bus. Meistens war es so, dass ich dem Buschauffeur kurz vorher Bescheid sage, dass ich sage, ich fahre wieder eine Runde mit ihm und tue ein bisschen testen. Dann hat er immer seine Meldungen gekriegt am Display. Aber ich habe immer während des Echtbetriebs vom Bus meine Sachen testen können und neue Versionen aufspielen können. Das war eine ganz klasse Geschichte. So, wie schaut die Zukunft aus? Also ist egal, ob es jetzt eine OpenRT-Route ist oder Raspberry Pi, auf jeden Fall werden wir Linux einsetzen. Am Anfang war es so, war ganz lustig, bevor ich eingestiegen bin, hat ein Kollege von mir das gemacht und der hat irgendwie zwei Windows-PCs genommen und hat das irgendwie mit so einer WLAN in der Infrastruktur aufgebaut. Und ich habe mir gedacht, ja, und was willst du dann irgendwie mit einem Autobus dann einbauen? Hat er gesagt, ja, werden wir mal schauen einmal. Aber es gibt nicht viele Alternativen zu Linux jetzt in dem Embedded-Bereich. Was uns zugute kommt, es kommt ein neuer Standard im öffentlichen Verkehr. Also früher war das alles eine sehr langsame, serielle Schnittstelle mit ungefähr 1000 Baud. Es kommt jetzt der IP.com.ÖV, das ist eine IP-Schnittstelle im öffentlichen Verkehr. Das kommt uns sicher zugute in Zukunft. Ja, somit bin ich auch schon am Ende angelangt bei der Diskussion. Also falls noch Fragen sind, bin ich gern bereit, da mehr Detailinformationen zu geben. Ja. Das ist nur in Wien in Einsatz, weil die Wiener Linien sind ein Projektpartner von uns. Und das ist jetzt in Wien im Einsatz, aber natürlich muss man sagen, die Wiener Linien haben Busse, ich würde sagen, um die, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, sie haben 1000 Busse. Das ist möglich, ja. Zwischen 100 und 1000, also ich glaube fast, es sind 1000. Natürlich so eine Installation. Unser Router kostet wirklich wenig Geld und die Software wird nur zur Verfügung stellen. Und natürlich der Fahrzeug, der die Elektronik macht, der möchte auch seinen Teil haben. Dann kommt man schon auf ein paar, ja, 10.000 bis 100.000 Euro. Und das, sage ich mal, für eine Handvoll von Blinden in Wien, ist auch nicht sehr leicht zum Durchsetzen. Ja. Wie schaut das aus? Wo ist denn der WLAN-Router im Bus? Ich zeige noch mal kurz das Bild her. Das habe ich vielleicht nicht so gut gesagt. Also direkt über den Einstieg vom Fahrer ist dieser WLAN-Router so verkehrt eingebaut, dass die Antennen nach unten stehen. Reichweite ist aber trotzdem ungefähr an die 100 Meter. Das schaut schon recht gut aus. Was vielleicht beim WLAN ein größeres Problem ist, der Verbindungsaufbau dauert relativ lang. Also da ist Bluetooth für 0 zwar eine kleinere Reichweite oder für einen viel schnelleren Verbindungsaufbau. Also das war eine Problemstellung, genau. Sie haben einmal unterschiedliche Kennungen, ist ganz wichtig, auch wenn es die gleiche Linie mit der gleichen Richtung ist. Weil es einfach die Busnummer auch in der SSID kodiert ist. Die Busnummer ist immer einzigartig. Und mit der Reichweite, ich glaube, das sind nicht die Probleme, weil eher die WLANs im Umkreis vielleicht sind mehr Probleme, wenn jetzt wirklich irgendwo eine Gegend ist, wo 100 WLAN-Access Points auf einem Punkt sind, dass das vielleicht Probleme macht. Aber das wird man sich wahrscheinlich erst später mal anschauen, ob das im Echtbetrieb auch tauglich wäre, das System. Die Wiener Linien stellen ja jetzt gerade groß ihre Busflotte um. Wie schaut es aus? Habt ihr da nicht gerade den Einstieg verpasst? Also nein, einen Einstieg haben wir auf jeden Fall nicht verpasst. Es ist aber extrem schwierig, irgendein Produkt dort zu platzieren. Da fehlt natürlich ein Lobby und alles, weil zum Beispiel in Linz haben sie genau die Version 1 eingebaut, die einfach nur wahrscheinlich von irgendeinen Lobbyisten vertrieben worden ist und irgendwer hat sein Geld gekriegt, aber im Endeffekt ist es ein kompletter Blödsinn. Und wir wollen halt nichts machen, was nicht wirklich schon durchdacht ist und alle Funktionen hat. Also wir wollen wirklich kein Geld damit, das ist unser Vorteil, wir brauchen kein Geld, weil wir arbeiten alle für die FH, wir kriegen eine, vielleicht irgendwann einmal eine Prämie, aber das war's, aber wir sind da nicht beteiligt. Wir wollen, dass wir was für die Blinden machen, dass die was von der haben
Und ich glaube, bis jetzt, wie das Produkt ausschaut, hätten sie noch nicht den Riesenvorteil. Das müsste wirklich einfach 100% funktionieren, sage ich. Also ich sage, sicher, wenn man jetzt aus kaufmännischer Sicht das anschaut und sagt, man, vielleicht haben wir ein großes Geschäft versäumt, aber ich sehe das eher so, dass ich sage, ich möchte, wenn, nur ein Produkt einsetzen, bei dem ich sehr überzeugt bin, das hat alle Funktionen. Und es hat sehr viele Funktionen, außer mit Android, also mit iPhone funktioniert es noch nicht. Sonst schaut es eh recht gut aus. Ja. Wir sind ja schon recht weit. Aber die nächste Umstellung wird ja dann wieder in 25 Jahren sein oder so. Rund um eine Buslotte. Ich glaube, dass es laufend irgendwie Änderungen gibt, dass so richtig. Es sind ein paar Elektrobusse jetzt gekommen, das weiß ich schon. Ich weiß nicht, wie viel von der Flotte jetzt wirklich ausgetauscht wurde. Ja, jetzt die ersten paar Busse auf den ersten Linien, aber ja. Sie reden davon, in den nächsten 5 Jahren 50% ihrer Busflotte auszutauschen. Mhm. Aber wir haben, muss ich schon sagen, sehr gute Beziehungen zu den Wiener Linien und das sind eigentlich auch von der BR-Freiheit vorbildhaft. Also wir haben eigentlich dann einen sehr guten Mann, der uns da auch pusht, aber es muss halt alles 100% funktionieren und manchmal bei Forschungsprojekten ist es oft ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt ein neuer Standard vom Deutschen Verkehrsverbund und das sollte einfach das ermöglichen, dass die Hersteller besser untereinander kompatibel sind, weil bis jetzt ist es so, sie finden ungefähr gleiche Schnittstellen, aber haben teilweise bei den Sonderzeichen andere Standards. Und da schaut man, dass man wirklich irgendwie als Schnittstellenkommunikation halt IP verwendet und von der seriellen Schnittstelle weggeht und so auch andere Hersteller, vielleicht kleinere Hersteller in den ganzen Markt reinlässt. Was ist jetzt innerhalb von Bus, die Kommunikation zwischen den was ist das? Das ist innerhalb vom Bus, genau. Also dort gibt es ein Steuergerät, das direkt beim Busfahrer sitzt und die ganzen Anzeigenelementen, die sind zurzeit mit so einer seriellen Schnittstelle verbunden und so ein Industriebusart ist das, aber das ist später so eine IP-Schnittstelle geben. Also das ist die zweite Möglichkeit, die haben wir auch ins Auge gefasst, aber wir haben das aber auch ausdiskutiert und haben gesagt, ja, wir möchten das jetzt wirklich im Bus haben. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, diesen Wunsch im Internet zu deponieren, aber dann hat man natürlich viele andere Probleme, auch mit Privacy und keine Ahnung was, also mit wirklich Sachen, dass man vielleicht auch im Netz was ausbauen müsste, aber das war auch ein Thema, das ist auch eine Möglichkeit. Gut, ich sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Genießt es noch. Geht es vielleicht noch zu der Schlussveranstaltung. Und ich hoffe, wir sehen uns später mal wieder.